Es gibt so gut wie keine Chance, das zu lernen. Wenn du heute sagst, ich bin 12 Jahre alt und ich möchte Rundfunkmoderator werden, dann kannst du eben keine Schule gehen. Ja, aber du musst es ja auch doch irgendwie gelernt haben. Also ich habe zum Beispiel, bevor die peruanischen mich gestellt haben, ja, hatte ich einen Federballschläger, habe mich vor einen Spiegel gestellt und gesagt, du bist Bob Dylan. Ja. Ja, ja. Nein, in meinem Falle war das eine solche Anhäufung von irrsinnigen Glücksfällen, dass es fast schon, also mir würde kein Mensch meine Autobiografie glauben, wenn ich dann eine schreiben würde. Ich werde es nicht tun, weil ich viel zu faul bin. Ja, aber vielleicht, wenn ich irgendwann mal einen Ghostwriter finde, der mit mir nach Mallorca geht, kann sein, dass auch das noch kommt. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Wir haben zu Hause kein Radio gehabt, bis ich 14 Jahre alt war, weil ich von meinem Vater annehme, dass er vom Reichsrundfunk damals geschädigt, von Hitlers Radio, von Goebbels Radio, von der gleichgeschalteten Volkesmeinung geschädigt, gesagt hat, so ein Radaukasten kommt mir nicht ins Haus und niemand wird hier verbildet vom Radio. Und erst als ich 14 war, bekamen wir ein Radio zu Hause und umso spannender war es dann nachts unter der Bettdecke Röhrenradio, weißt du, mit dem magischen Auge, das je nach Empfangslage sich spreizte und wieder zusammenging. Das kennst du, ne? So, du hast nachts unter der Bettdecke gelegen und hast gehofft, dass das Ding nicht abbrennt. So ein Röhrenradio wurde auch heiß. Und es war irrsinnig spannend und ich wollte das werden. Und als ich dann während der Bundeswehrzeit eine Bewerbung geschrieben habe an Radio Bremen, ich möchte gern Moderator werden, haben die mir zurückgeschrieben, kannst du machen, Voraussetzung, Germanistikstudium, 3 Fremdsprachen, Journalismus studiert haben und von Musik Ahnung haben. Und dann habe ich gewusst, ich werde nie in meinem Leben Radiomoderator. Und dann gab es viele irrsinnige Zufälle und Glücksfälle. Ich habe, um Geld nebenbei zu verdienen in der Soldatenzeit, in einer Delmenhorster, ich komme aus Delmenhorst bei Bremen, dort habe ich während der Bundeswehrzeit Gläser gespült in einem Tanzschuppen. Ja. Und während ich Gläser gespült habe, hat die Tanzkapelle gespielt. Und als die Tanzkapelle Pause machte, um ein Abendessen zu kriegen, hat ein Diskjockey Platten aufgelegt. Und der war nicht so doll, wie ich fand, dass er sein sollte. Ja. Und das habe ich zum Gastwirt gesagt. Sag mal, der redet aber ziemlich einen Scheiß. Und der Fidilov sagte nur, wenn du das besser kannst, mach du das doch, 5 Mark die Stunde. Dann habe ich mich dahinter gesetzt und habe gedacht, wenn es jetzt losgeht, spielst du sicherheitshalber mal eine Platte, die bedeutungsschwanger sein könnte, und habe von den Small Faces All or Nothing gespielt. Alles oder nichts. Und das hat ganz gut funktioniert. Und damit die Geschichte jetzt nicht ausufert, verkürze ich sie arg. Wir haben einen Lieferanten gehabt für Schallplatten. Damals war es ja so, das weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, in England die ganzen Beatgruppen, Beatles, Rolling Stones, was da alles war, haben zuerst natürlich in ihrem Heimatland England ihre Schallplatten promoted, heißt, sie sind ins Fernsehen gegangen, sind ins Radio gegangen, sind zu den Zeitungen gegangen und so weiter. Und erst als das durch war, sind sie nach Deutschland in den zweitwichtigsten europäischen Markt gegangen und dementsprechend kamen auch die Platten in Deutschland teilweise bis zum Vierteljahr später raus. Wir, die Diskotheken, wollten sie aber sofort haben. Und also haben wir auf Risiko aus London importiert. So hatten wir zum Beispiel Mighty Quinn von Manfred Mann ein Vierteljahr bevor es in Deutschland rauskam. Come on without, come on within. Die Leute sind ausgerastet. Eine Bob Dylan-Komposition, wie wir wissen. So, und jetzt konnte ich vermöge dieser eingekauften britischen Platten meinen Lieblingsmoderator bei Radio Bremen anrufen, Günther Bollhagen, und ihm sagen, Herr Bollhagen, falls es Sie interessiert, ich hätte für Ihre Sendung die Platten viel früher, als Sie sie bekommen. Soll ich Ihnen mal welche bringen? Und der sagte,
ja gerne, kommen Sie vorbei. Und dann bin ich zu dem gefahren und dann durfte ich, während der zum Beispiel die erste Status Quo Platte habe ich ihm gebracht, das war Pictures of Matchstick Men auf Pi Records. Die Original-Pi-Platte habe ich ihm gebracht und die hat er angesagt und hat dann später festgestellt, buh, das wird ja tatsächlich ein Hit. Und so durfte ich Sendung für Sendung für Sendung neben Günther Bollhagen sitzen, der die Platten ansagte. Wow. Wow. Und irgendwann nach gefühlt einem halben Jahr mindestens oder einem Jahr, habe ich gesagt, Herr Bollhagen, was muss man eigentlich machen, wenn man das machen möchte, was Sie tun? Und dann sagt der Bollhagen zu mir, naja, Ihre Stimme ist ja ganz okay. Sie müssten sich Dialekt abgewöhnen. Hast natürlich als Norddeutscher auch einen Dialekt. Ne? Das klingt schon ein bisschen anders, als das heute jetzt hier klingt. Ajo. Jo. Musst dir abgewöhnen. Also, es gibt einen Sprecherzieher. Sprecherziehung ist ein Teil der Schauspielausbildung. Da lernst du Nasalleute, Laute zum Beispiel. Kleiner Hai heißt das Buch, das dazu gehört. Nun nahe neue Wonnen, nun grenzt und grünt manch Land. Schneerein, nun rinnen Bronnen von nacktem Felsenrand. Das sind die Nasallaute. Oder A, Abraham saß nah am Abhang. Solche Sachen lernst du dann. Und das habe ich bei Paul Henn gelernt. Der war Regisseur, Funkregisseur und hat mir das alles beigebracht. Und jetzt kommt es wieder, ein wahnsinniger Glücksfall. Ein halbes Jahr war ich bei Paul Henn und ich sollte 3 Jahre dort sein. Nach einem halben Jahr gab es in Bremen und Umgebung eine Mörder-Grippewelle. Und die Leute fielen um wie die Fliegen, unter anderem auch die Nachrichtensprecher von Radio Bremen. Und jetzt kam der Chefsprecher von Radio Bremen zu dem Paul Henn und sagte, Paul, ich bin in höchster Not, hast du jemanden, dem du zutraust, live Nachrichten zu sprechen? Und Paul Henn sagte zu meiner größten Überraschung, ja, der Einzige, dem ich das annähernd zutraue, ist der Reinke, der ist erst ein halbes Jahr hier, aber probier das mal. Und dann war ich am nächsten Tag bei Radio Bremen vorsprechen. Genau das, was hier liegt, kriegte ich von dem. Wupp, der haute mir das hin. Suchen sich was aus. Und da war Schulfunk dabei, gab es damals noch für Schüler, spezielle Schulfunksendungen. Es gab Kirchenfunk, es gab Hausfrauenfunk, es gab Korrespondentenberichte damals. Heute, was heute per Satellit übermittelt wird, das kam damals als Fernschreiben von DPA-Korrespondenten aus Chile und das musste der Sprecher dann vorlesen. Ja, wir verlesen nun einen Bericht des DPA-Korrespondenten Hermann Hugendubel aus Santiago de Chile. Und dann musstest du als Sprecher das vorlesen. So, das Ganze gab er mir und ich war so schweinenervös, ich habe fast in die Hose gemacht. 70 Versprecher produziert in 5 Minuten und dann habe ich gesagt, Herr Pelters, es tut mir leid, ich bin noch nicht so weit. Und Hans Pelters sagte, nee, ich weiß schon, was Nervosität ist. Was machen Sie denn morgen früh um 6? Nix. Ja, dann sind wir hier verabredet. Bis morgen. Tschüss. Und am nächsten Morgen um 6 war ich da. Und dann gab es die Frühsendung. Da musste nur die Zeit angesagt werden. Das war damals noch nicht so wie heute. Da musste nur immer... Gab es um 6 Uhr die Nachrichten, die sprach Hans Pelters selbst, der Chefsprecher, von mir sehr verehrt, auch ein großartiger Auswahl, toller Typ. Und dann durfte ich sagen, die Zeit 6.10 Uhr, 10 Minuten nach 6. Die Zeit 6.15 Uhr, Viertel nach 6. Die Zeit 6.20 Uhr, 20 Minuten nach 6. Das machte ich bis 6:30, dann kam las Hans Pelters selbst die Nachrichten vor und ich saß neben ihm und guckte ihm zu. Zum Beispiel, eine Geschichte ist beim Nachrichtensprechen, das macht Geräusche. Und das geräuschlose Entnehmen von Papierblättern, das hast du so gemacht, hast es vorgelesen, hast es so beiseite gelegt und hast die nächste Nachricht vorgelesen.
Während du lasst, hast du an beiden Ecken wieder angefasst und hast es wieder geräuschlos beiseite gelegt. Das lernte ich da. Und dann sagte ich wieder die Zeit 6.40 Uhr, 20 Minuten vor 7. Die Zeit 6.45 Uhr, Viertel vor 7. Um 7 sprach Pelters nochmal die Nachrichten und ich guckte ihm wieder zu. 7:30, 3 Minuten Nachrichten. Da saß Pelters, hier saß ich und las vor. Und wie es so ist, wenn es drauf ankommt, da machst du keine Fehler. Da machst du keine Fehler. Ich habe fehlerfreie 3 Minuten Nachrichten vorgelesen. 8 Uhr. Acht Uhr, 5 Minuten Nachrichten, selbstverständlich fehlerfrei. 9 Uhr, glaube ich, waren sogar 10 Minuten Zeugs mit Korrespondentenberichten und so. Und um 8:50 sagte der Pelters, kommen Sie mit, ging mit mir in die Senderegie, wo der Toningenieur saß und Abspieldienste die Platten auflegte und die Bänder auflegte und sagte, Herr Volkers, Frau Koch, ich darf Ihnen unseren neuen Kollegen Herrn Reinke vorstellen, der gehört jetzt zum Team. Herr Reinke, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Tschüss. Und da saß ich. Und da war ich plötzlich der Sprecher vom Dienst. Das hatte er natürlich alles wohl kalkuliert, auch den schon vorher gesagt, falls das passiert, helft dem Mann und so weiter. Und so wurde mir von den vielen Kollegen geholfen. Und da war ich beim Radio. Ist ja wie bei meiner Lehre. Tja. Ha, 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 ha